Im Moment wird ja darüber diskutiert, dass man jetzt sozusagen das, was man von Anfang an einige empfohlen haben, dass sozusagen diejenigen, die auf Risiko gesetzt haben, jetzt irgendwann tatsächlich ins Risiko gehen werden, weil Griechenland am Ende dann doch den Euro-Raum verlassen werden muss oder wird und damit... Verlassen werden muss es schon. Naja, gut. Ja, so also, hat man das Gefühl, oder? Ist doch so. Ja, also Griechenland ist nun in einer besonders extremen Situation. Die müssten, um auf das türkische Preisniveau zu kommen, um 30% billiger werden. Und das werden sie mal. Das ist ja nicht so ohne weiteres möglich. Das könnte man machen, wenn man eine eigene Währung hätte. Das ist der Vorteil. Aber das bringt natürlich viele andere Verwerfungen. Ja, nun gut, sie leben eben über ihre Verhältnisse. Griechenland hat Einkommen sich gegeben, über Kredite finanziert, schließlich auch über Gelddrucken finanziert, die gar nicht der Leistungsfähigkeit dieses Landes entsprechen. Das ist nun mal so, dass sie dann zu viele Importwaren kaufen und nicht dafür genug verkaufen. Also es geht nicht an, dass Länder über ihre Verhältnisse leben, es sei denn, man macht eine riesige Transferunion. Aber das können wir gar nicht stemmen. Dazu sind zu viele Menschen in diesen Ländern, denen wir mit Transfer helfen müssten. Das sind 40% der Euro-Bevölkerung, die in den jetzigen Krisenländern sitzen. Aber wird es nicht am Ende, irgendeiner wird es bezahlen müssen? Also irgendeiner wird am Ende die Zeche zahlen müssen. Kann man sich wirklich vorstellen? Die Sparer und die Verbraucher, das ist jetzt schon sicher. Ja, wir am Ende wahrscheinlich sind wir dran. Moment. Können wir das noch? In der Weltgeschichte noch nie anders gewesen. Ja, nur ist die Frage, welche Sparer und Verbraucher? Unsere oder die Amerikas oder die der Griechen? Also ich meine, das ist die Frage. Und die Antwort ist? Ne? Ja, unsere. Er hat recht. Unsere. Inwiefern? Erklären Sie den Leuten, die zu Hause sitzen und gerade irgendwie überlegen, ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwie schnell irgendwie in Sachwerte gehen. Schauen Sie, die deutschen Versicherer haben Papiere gekauft, dieser Länder. Die Banken haben gekauft. Wir haben unsere Ersparnisse in diese Länder reingetragen. Wir haben heute nominalwertgesicherte Ansprüche, die diese Länder nicht bedienen können. Die EZB wird nach meiner Auffassung probieren, sich des Problems durch Inflation zu entledigen. Jetzt noch nicht, das wird kommen, um eben das Problem irgendwie wegzubringen. Ich weiß nicht, ob sie eine Inflation schaffen. Wenn man Geld druckt, kommt nicht immer Inflation raus, wie Japan zeigt. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden Länder in Konkurs gehen. So oder so werden wir einen Teil unserer Ansprüche verlieren. Entweder durch Inflation oder indem durch offenen Konkurs halt festgestellt wird, dass wir unsere Forderungen nicht realisieren können. Es kommt jetzt hinzu, erschwerend für meine Begriffe, dass wir immer noch mehr Forderungen anhäufen. Okay. Über den EFSF, über die Europäische Zentralbank. Wenn da Papiere kaputt gehen, dann werden, was heißt die Europäische Zentralbank? Die Bundesbank wird ja gezwungen, diese Papiere zu kaufen. Die EZB ist ja nur ein Briefkastenladen in, wenn ich es mal so sagen darf, in Frankfurt, nicht? Da sind ja nicht viele. Sie ordnet an, was die einzelnen Zentralbanken zu tun haben. Kaufen tut die Bundesbank. So, und wenn diese Papiere kaputt gehen, dann hat die Bundesbank den Verlust. Der Verlust muss umgelegt werden. Der Finanzminister muss da neues Geld reinstecken und das nimmt er uns aus der Tasche als Steuerzahler. Das ist ganz klar. Und ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil das ja in einer gewissen Offenheit gesagt ist, wie wir es bisher noch nicht so oft gesagt haben.